halbe Perle drauf. Ich glaube, die hätte am liebsten mich gefeiert. Inge ist total cool drauf. Aber hallo. Sag mal, hast du eigentlich was von Lisa gehört? Nee. Du? Ich bin raus. Das war eine klare Ansage. Der nächste Zug gehört dir. Ich glaube, sie braucht erstmal ein bisschen Abstand. Ja, glaube ich auch. Aber bald ist sie ja wieder aus England zurück. Ja, komm doch auch rein. Wir kommen rein, wenn wir wollen. Echt schön, dass jetzt alles wieder rund für dich läuft. Ja, immer. Und los! Hey, hey, wenn ihr mich Nico, ich glaube, das ist dein. Ich komme, gehst du schon mal ran? Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Wenn ich du wäre, dann würde ich keine Sekunde zögern. Du meinst den Tritt nach Südamerika? Ich meine, so eine Gelegenheit bietet sich nur einmal im Leben. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe mich doch hier gerade erst wieder eingelebt. Und jetzt soll ich schon wieder weggehen? Komm mal her. Komm mal her. Ist alles, weiß alles. Und unser Eins kann gucken, wo er bleibt. Wenn du möchtest, dann sage ich Bescheid und dann kriegst du einen riesengroßen Nachtisch. Oh. Ach, schon klar. Danke. Hey! Das reicht. Also Nico, ich muss sagen, die Verpflegung war wirklich allererste Sahne. Du bekommst 5 Sterne von mir. Du musst es ja wissen, Andy. Ja, eben. Schließlich bin ich der einzige Gourmand hier in dieser Runde. Also, da könntest du allerdings recht haben. Coco, ein Gourmand ist jemand, der sich mit guter Küche auskennt. Was man von meinen Mitbewohnern nicht unbedingt behaupten kann. Du meinst ein Gourmet? Das ist ein Feinschmecker. Ein Gourmand, das ist ein Vielfraß. Aber wie heißt das so schön? Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Wir hatten mal einen Italiener in der WG, den wollte Andi unbedingt die Geheimnisse der Haute Cuisine enthüllen. Komm, du musst unserem alten Freund jetzt nicht... Doch, lass ihn mal, komm. Als er die Dose Ravioli gesehen hat, da hat er schon blöd geguckt. Aber als er die dann à la Fritsche serviert bekommen hat, kalt und in handliche Klumpen geschnitten, ich glaube, der hat zum ersten Mal so richtig Heimweh bekommen. Also Nico, ich glaube, beim nächsten Mal musst du mich alleine einladen. Diese Banausen wissen noch nicht mal ein Schweinefilet von einem Hundepansen zu unterscheiden. Ich fürchte, es wird kein nächstes Mal mehr geben. Ich gehe wieder auf Tour. Nach Südamerika. Ich könnte mir einen anderen Ausbildungsplatz suchen, aber nehmen wir mal an, ich finde einen. Wer kann denn Schamanen und alternative Medizin toppen? Natürlich werde ich lange weg sein. Und ich könnte nachvollziehen, wenn ihr meine Entscheidung nicht versteht. Bitte sagt doch was. Ich find's scheiße. Gerade jetzt, wo überall Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, schaust du wieder ab. Ja, aber das ist ja wohl auch eine Riesenchance für Nico, das muss er auch mal sehen. Ja, bei sowas musst du zugreifen.
Sonst ärgerst du dich später dein ganzes Leben. Genau. Coco, ich komme doch wieder. Spätestens, wenn ich in Deutschland meine Prüfung ablege. Hast du schon ihren letzten Versuch vergessen? Bei diesem fiesen Perversling? Freu dich doch lieber, dass es sie diesmal besser getroffen hat. Klar wirst du sie vermissen. Ich auch. Und Andi auch. Aber das ist trotzdem kein Grund, dir die Zukunft zu vermasseln. Ihr könnt mich also verstehen? Jetzt halt dich aber bitte nicht für unersetzlich. Wir kommen nämlich auch sehr gut ohne dich klar. Blöd, Mann.